Hallo und willkommen zum Portal 2 Singleplayer Workshop. Heute mit Purgatory. Das heißt nichts Geringeres als Fegefeuer. Und diese kann man verstehen, es mir Mut zu machen. Ja, das wird doch wieder so ein Knaller. Soll anspruchsvoll sein von der Logik her. Wunderbar. Ja, schauen wir mal. Und hier befinden wir uns, glaube ich, in einer Art Tutorial-Raum. Gehe ich mal davon aus. Oh. Ja, okay. Da stand gerade, dass dadurch angezeigt werden soll, wie schnell ich schießen muss im schlimmsten Fall. Also, so sozusagen der Hinweis, ein bisschen Geschick. Kann ich das neu anfordern? Ein bisschen Geschick ist vonnöten. Ich kann da keine Portale vorbereiten. Aber es geht. Also, es ist... Wenn man weiß, wo man schießt, ist das machbar. Okay. Keine Würfel werfen. Okay. Hatte ich sowieso nicht vor. Boah. Und jetzt geht's los. Ah, okay. Ich darf stehen, während ich die Portalflächen anvisiere. Also ich muss nicht auch noch aus der Bewegung was machen. Was passiert denn hier? Das macht die... Oh. Das macht die Brücke weg und gleichzeitig wahrscheinlich den ersten... Nee. Müssen wir mal gucken. Jetzt wird ja wahrscheinlich sowas Ähnliches passieren, oder? Dass der Würfel zu mir fliegt? Nee, Moment. Nein. Achso, das ist getimed. Okay. Da bin ich sehr beruhigt. Keine merkwürdigen Laserwinkel. Weil hier ist ja ein Laserstrahl. Das ist ja auch sehr interessant. Wird da mit dem Strahl der Würfel hochgehalten oder so? Dann kommt da eine Brücke. Da ist ein Laser... Oh, diese Musik ist auch geil. Wie die gerade so einen Spannungsbogen aufgebaut hat. Haben wir ja schon ein paar Mal gehabt. Ist mir ja nicht neu, die Musik, aber trotzdem. So, der lässt den hier neu erscheinen. Okay. Es gibt insgesamt zumindest hier drei Würfel. Da geht's hoch zum Ausgang. Oh, jemine. Und... Alle drei Würfel haben Auto-Respawn. Vielleicht mal wichtig zu wissen. Beim ersten vielleicht nicht, weil der dann wieder da oben landet. Keine Ahnung. Okay, dann muss ich jetzt mal schauen, wie ich hier was erreiche. Oh. Das macht den Grill auf und den Würfel. Der dann aber fällt. Vielleicht kann ich das nutzen, um den Laser zu unterbrechen. Oh, okay. Ich sehe schon. Und dann muss ich ihn da oben halten. Dann stabilisiert er sich selber mit der Brücke. Ich kann ja mal gucken. Also hier würde er kommen. Wäre cool, wenn das ein Portalmagneten hätte. Es hat einen Portalmagneten, oder? Na, die hier nicht. Aber die bestimmt. Ja. Also hier kann ich ihn nicht falsch holen. Guck mal, da bin ich. Hallo. Hier kommt er rein. Da fliegt er hoch. Und wenn er in der Höhe ist, muss ich sozusagen da und da schießen. Ich weiß nicht, warum ich es mache. Aber es stabilisiert sich dann was. Oh Gott. Okay. Also wenn der Würfel da rauskommt. Hey! Das war ja völliger Quatsch. Nee, das war gar nicht Quatsch. Ich habe da nicht richtig... sag nicht, das ist hier... Ich dachte, das wäre Gitter. Das ist Glas. Habe ich schon wieder verwechselt. Ich war der Meinung, wenn man das, diese Gitterstruktur so deutlich sieht, dann ist es eben nur Gitter. Und ist das hier auch Glas? Das ist jetzt verwirrend, oder? Da ist Glas drin und hier nicht. Okay, ich bin irritiert. Heißt, wenn ich hier hinten drauf stehe... Abgesehen davon wäre es schlecht, wenn ich den jetzt hier rauflege, dann ruft er sich selber, ne? Ja. Wollte sagen... Wenn ich hinten drauf stehe, könnte ich das treffen. Das hat jetzt halt beim ersten Mal... Da muss ich aber ganz da oben treffen. Das ist ja ätzend. Oh Mann. Das war schon nicht leicht. Also, dadurch, dass er unterbricht, macht er jetzt dauerhaft die Brücke. Das ist gar nicht so schlecht, weil dann kann ich da hoch, ne? Nee, stimmt nicht. Das ist ja auch von dem Portal abhängig. Ungünstig, weil ich jetzt selber da nicht hochkomme. Kriegt man denn den mittleren? Uiuiui. Hä? Das wird von da oben aktiviert. Also der
diese Aktivierung, die da irgendwo ist, die macht die Fläche und die macht den mittleren Würfel. Würde ja fast meinen, das ist das Beste, was ich jetzt erreichen konnte. Wenn ich jetzt... Tja. Ich könnte auch mal da hochgehen, ne? Könnte ich da hochgehen? Ja, könnte ich. Wenn ich jetzt nämlich versuche, auf die Brücke hochzugehen, dann ist sie ja hier an der Stelle schon mal nicht mehr da. Dann fällt der Würfel und dann ist sie ganz weg. Also mache ich jetzt mal... Sie ist nicht ganz weg. Jetzt ist sie weg. Sie war noch kurz da. Ist ja sehr interessant. Vielleicht kann ich das von oben auch nochmal erreichen mit der Stabilisierung. Ja, wohl eher nicht. Verdammt. Also mit der Brücke wäre ich doch da hinten hochgekommen zu dem anderen Würfel. Genau. Da will ich hin, um mit einem Laserwürfel dann direkt da zu treffen wahrscheinlich. Um das auch dauerhaft zu haben. Muss ich da nochmal rauf? Und wenn ja, wie komme ich da rein? Dass ich da einen Würfel platziere. Ach Gott, was machen die denn alle? Also der macht da oben auf und diese Brücke auf. Aber da komme ich doch nicht mehr rein, oder? Ich glaube auch nicht, dass ich jetzt hier was mit Schwung mache. Ach so. Kann ich den Würfel hier reinhalten? Leider nicht. Leider nein, leider gar nicht. Und da kann ich auch nicht die Brücke hinmachen. Hätte ich da oben sein können? Oh. Oh. Ja, das wäre allerdings schon ein komischer Wurf-Move, wenn mir geht. Oh, mir geht gerade was durch den Kopf. Aber ich gucke erstmal hier oben. Habe ich ja noch gar nicht gesehen. Super. Hier ist der Ausgang, hier muss ein Würfel hoch. Das finde ich aber toll von der Visibility her, ne? Dass man hier schon mal was entdecken kann. Okay, also einen Würfel hochbringen, um... Ach so, um da eine Treppe zu machen. Also nicht einen anderen, um da hochzukraxeln, obwohl das auch fast so aussieht. Ja, aber Moment mal. Oder macht es den Ausgang auf, dass es einfach nur da aufhört, die Linie? Das weiß man jetzt leider nicht so genau. Aber ich denke, dann wäre das anders gelöst, oder? Also das sieht so aus, als wenn es mir ermöglicht, da überhaupt hochzukommen. Andererseits ist der Ausgang ja nicht offen. Ich habe doch irgendwo das Symbol gehabt. Das war aber, glaube ich, nur... Das hat nur angezeigt, dass da der Ausgang ist. Nicht, dass er damit noch aufgemacht wird. Es gibt doch auch Ausgänge, die dann automatisch aufgehen, wenn man davor steht. Das sind aber, glaube ich, meistens diese Zwischentüren und nicht der letztendliche Ausgang. Hm. Na gut, was probieren wir jetzt noch? Also, wie komme ich denn da wieder rein? Ach, da komme ich rein. So war das, oder? Na, okay. Dann, nein, hier war da, doch Glas. Okay, habe ich mich nicht geirrt. Hä? Dann sehe ich keine Möglichkeit, da wieder reinzukommen. Ich schieb ihn rein. Deswegen war das mit dem Glas, weil ich von hier... Nee, ich habe hier getroffen. Ach, keine Ahnung. Aber das verstehe ich jetzt nicht, was das noch... Soll das noch eine Bedeutung haben? Es muss ja noch eine Bedeutung haben, weil ich noch den Grill da oben wegkriegen muss. Hä? Ah, hier. Okay. Alles klar, wenn der Laser da trifft, kriege ich hier wieder einen Würfel rein. Das ist also noch... Future Music. wie blöd. Laser kann ich jetzt noch gar nicht umleiten. Also kann ich das auch vergessen. So, dann hatte ich noch die Überlegung. Ja, das geht auch schon nicht. Also, hier passiert ja auch nichts verzögert, ne? Wenn ich den hier rauffallen lasse, er ruft sich sofort neu. Und fliegt sofort. Dann ist noch die Überlegung, ob ich ihn in einen Loop bringe. Ob das funktioniert. Das. Aber dafür fliegt er zu schnell, dass er... hier wieder auf den Knopf kommt, wenn er selber rausfliegt. Nein, geht nicht. Okay. Ups. Oder ob ich im blödesten Fall... Aber das ist jetzt auch sehr... Müsste auch sehr schnell gehen, sowas. Nee. Dass ich hoch muss, während er danach weiterschwingt.
Ah, das ist ja ein Wahnsinns... Wahnsinnsportalgeschieße. Okay, was ist denn der nächste Schritt? Ich hatte doch eigentlich eine Sache schon ganz gut gemacht. Ich habe das hier stabilisiert. Das Blöde ist... Ach so, könnte ich ihn jetzt auf die Entfernung... Eigentlich würde ich gerne hier stehen und starten. Und ihn dann kaputt machen. Und dann kann ich das ja hier neu regeln. So, das muss ich schaffen. Das heißt, ich muss ihn haben. Und kaputt machen. Wie geht das denn? Wo geht das denn? Weil ich will ihn hier nicht irgendwie reinwerfen. Ja. Ich kann ihn da auch schwer schwingen lassen, weil ich dann mit den Portalen nicht hochgekommen werde. Ist doch fast nur die Lösung, dass ich so jetzt hier bin und was schaffe. Auf die Entfernung da zu drücken. Nee. Wenn ich da drücke und er kommt... Kann ich nicht schnell genug hier hoch mit den Portalen. Hier ist auch sonst nichts anderes. Das hilft mir nichts. Das ist der, der noch kommt. Da kann ich kein Portal hinterlassen, weil ich ja hochgehe. Es sei denn... Nee, geht auch nicht. Da noch was. Aber von da oben mit dem Schwung so treffen, dass er da unten sich zerstört, ist auch Quatsch. Okay, was gibt es denn für Möglichkeiten, einen Würfel kaputt zu bekommen? Es gibt die Möglichkeit, ihn in einen Grill reinzuwerfen. Haha, ein bisschen weit weg hier. Es gibt die Möglichkeit, ihn an irgendeinem beweglichen Objekt kaputt zu stampfen. Sehe ich auch nicht. Es gibt natürlich die Möglichkeit, ihn neu zu rufen. Ja, es gibt die Möglichkeit, ihn in die Leere zu werfen, die es hier nicht gibt. So ein Scheiß. Achso, warte mal, was war da oben noch? Aber hier komme ich nicht dahin zurück wieder. Das ist doch blöd. Wenn ich... So, die Brücke kam da. Wenn ich da oben bin... Die Sache ist halt die, wenn ich jetzt... Nee, er muss ja selber stabilisiert werden mit der Brücke. Ich kann da auch nicht mit... Ich soll da auch nicht mit ihm schwingen, oder? Das wäre natürlich so eine Sache. Ach so, Moment. Ich brauche ja nur... Nee, brauche ich nicht. Ich brauche... Ah, shit. Oh, doch von da oben. Moment. Das ist alles komisch gerade, oder? Ich habe das Richtige noch nicht gefunden. Wenn ich jetzt so schwinge... Ah, nee, so schwinge. Oh Gott. Wenn ich dieses Portal erreichen kann... Nee, die Brücke kommt ja wieder von da unten. Das kann ich ja nicht alles im Flug machen. Oder ich stabilisiere es einmal und... Oh Mann, ich fange nochmal von unten an. Also, einmal stabilisieren. Das finde ich ein bisschen sehr knapp, da drüber zu treffen. Sonst ist das ja alles okay vom Timing her. So, das habe ich aber eben nur von hier unten geschafft. Jetzt komme ich nicht auf die Brücke rauf. Und eigentlich habe ich nichts gewonnen. Jetzt könnte ich... Ah, die Brücke war ja noch kurz da, ne? Hilft mir das was? Wenn der Würfel nicht an Schwung verlieren würde... Also das kann es schon eigentlich nicht sein. Ich probiere jetzt erstmal was. Ob der sich hier hält. Wahrscheinlich nicht, weil Würfel... Ja, verlieren an Schwung. Da war es auch schon wieder vorbei. Hm.
Das kann doch nicht sein. Ich muss doch nur einen Weg finden, den kaputt zu machen. Wie kann denn das gehen? Ich müsste ihn irgendwo rausfallen lassen. Das wäre ja auch noch... irgendwie... wenn ich bloß diese Möglichkeit hätte, wäre das ja kein Ding. Also hier war nichts... Ach so, da hinten kriege ich ihn vielleicht hin. Nee, das ist auch viel zu weit. Ich probiere es mal, aber sieht mir nicht sinnvoll aus, dass ich so einen Loop erzeuge, dass er immer wieder neu kommt, ja. Aber das schafft er niemals. Oh, ist er abgesoffen. Oh! Oh, das ist allerdings sehr gut. Da ruft er sich selbst, okay. Das heißt... wenn der jetzt kaputt gegangen ist, bevor er neu kommt, das muss es eigentlich sein. Gehe ich da hoch? Ah, und zwar hier mit dem Portal. Okay, dann ist es relativ simpel. Naja. Das heißt relativ simpel. Also das Portal behalte ich, da gehe ich hoch. Und wenn ich da oben rauskomme, setze ich das andere da. Und dann kommt wieder die... nee, stimmt ja gar nicht. Dann kommt nicht die Stabilisierung, weil ich dann die Brücke wieder nicht habe. Ach Mann. Was ist denn das für ein Scheiß? So, was wollte ich erstmal schaffen? Ich wollte da oben sein. Das gibt's doch nicht. Das hat mir nichts geholfen jetzt. Das ist doch so ein schöner Move hier. Ich kann auch hoch und das Ganze aufrechterhalten. Werde ich mal als nächstes probieren, ob das erstmal geht. Ah, Mann, wenn man natürlich... ah. Man natürlich nicht richtig trifft. Oder nicht richtig reingeht, sagen wir mal so. So, ich gehe rein. Wo muss ich danach treffen? Wieder nach rechts oben sozusagen. So, jetzt haben wir wieder die Situation, nur dass ich oben bin. Achso, ich kann ja hier runter. Ist das eine Hilfe? Und dann auf die Brücke rüber? Ja, ne? Jetzt bin ich in der Höhe. Das kann nicht wahr sein. Hätte ich jetzt das Portal hinterlassen müssen? Mann, das... warum muss denn das hier Glas sein? Das ist doch scheiße. Nochmal hoch. Okay, ein bisschen fummelig ist es schon, aber es geht. Es geht. Man wurde ja vorgewarnt, so ist ja nicht. Also, jetzt ruft er sich immer neu. Was mache ich jetzt? Jetzt hinterlasse ich offensichtlich hier ein Portal und da, aber dann... nee, jetzt lasse ich ihn schwingen. Na klar, darum ging es ja erstmal. Aber... das bringt mir doch auch nichts. Ich muss doch umschießen. Wenn ich ihn jetzt schwingen lasse, habe ich die Brücke. Wie soll ich dann... wie soll ich dann so schnell umschießen von da unten? Das ist doch scheiße, Mann. Ich kann doch das nicht treffen. Jetzt da hoch? Nee, bringt nichts. Ich muss schon... ich muss schon das hier... oh Mann. Okay, also wenn er jetzt da rausgekommen ist, mache ich die Brücke als... mache ich das Austrittsportal als nächstes hier. Dann gehe ich runter und mache schnell da. Nee, ist auch Quatsch. Er muss ja erstmal schwingen. Ist doch Müll. Ich muss ihn als nächstes da hochschwingen lassen. Dann muss ich aber gleichzeitig hier treffen und wieder da unten. Okay, ich mach's anders. Ich gehe... wenn ich da rauskomme, habe ich auch nichts gewonnen. Ich muss da unten ankommen. Also, wenn ich ihn jetzt hier schwingen lasse, dann macht er genau einmal die Brücke und danach reicht der Schwung schon wieder nicht mehr. Ich meine, jetzt macht er ja auch schon genau einmal die Brücke. So ist ja nicht. Aber ich kann sie nicht nutzen.
schnell kann die nicht sein. Ja, toll. Ist ja fantastisch. Warum klappt das jetzt bei einem Mal von 50 nicht? Also, ich wäre hier runtergegangen. Dann ist es schon sehr Absicht mit dem Glas. Hätte das Portal hinterlassen müssen? Aber wie? Weil wenn ich es hinterlasse, kann ich... Kann ich das sich nicht stabilisieren lassen? So. Das muss ja die Lösung sein, dass ich jetzt hier reinkomme. Okay, ich muss sowieso nochmal von unten anfangen. Toll. So, also das ist stabilisiert. Ich kann hier nicht runter und ohne Portal. Ich muss dieses Portal vorher geschossen haben. Ist das nicht fantastisch? Ich springe da und... ich muss erstmal hoch. Okay, warte. Also jetzt... Hier... Mann. Oh Gott. So, das wollte ich machen. Jetzt von hier oben stabilisieren. Dann kann ich nämlich hier runterspringen. Was heißt es? Jetzt kann ich diese Portale wieder treffen. Das heißt, wenn ich den Würfel da rauskommen lasse... Dann kann ich von hier unten... Ey, das ist eigentlich eine Kammer, die zum ständigen Abspeichern einlädt. Ja. So, jetzt kommt er wieder da hoch. Jetzt hat sich das stabilisiert. Oh Gott. Jetzt kann ich runter und hoch. Sozusagen. Ey, das war ja schon mal mühsam genug. So, jetzt bloß nichts verschieben hier. Hahaha. Will erstmal den anderen holen. Jetzt haben wir einen Laserwürfel. Jetzt habe ich ein Maschinengewehr. Ho, ho, ho. So, die Sache ist die. Ich sehe schon, was ich machen kann. Ich kann den hier vorbereiten, sozusagen. Also könnte. Dann würde ich zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen, wenn ich dann den unteren auflöse. Der würde fallen, würde gleichzeitig da ins Ziel treffen und aber auch wieder die Sache stabilisieren. Jetzt müssen wir mal gucken, wenn der... trifft. Aha. Das Blöde ist halt... Oh Gott. Es ist immer nur stabilisiert, wenn ich hier mit dem Portal rausschieße, ne? Also... Was heißt denn das? Da müsste ich wieder runtergehen und das wäre gar nicht gut, weil ich muss auf die mittlere Ebene kommen. Das heißt, es wäre doch besser, den unteren... wegzuziehen. Ich weiß nicht, ob das gut ist. Ich glaube, das ist überhaupt gar nicht gut, weil dann... Ich probiere es mal aus. Ach ja, stimmt. Das muss ja nur unterbrochen sein. Alles gut, alles gut. Das hätte ich auch einfacher haben können. Kleiner Denkfehler. So, jetzt mache ich... Na komm. Jetzt mache ich den und jetzt kann ich den normalen Würfel darauf bringen, damit da oben offen ist. Das spielt keine Rolle, würde ich sagen, wenn ich... den darauf gelegt habe, bleibt die Brücke weg. So, ich musste ja noch dahin kommen. Um dann die Fläche da oben und so zu machen. Aber ich krieg ja auch noch einen Würfel. Den krieg ich allerdings erst, wenn ich da... Was war das noch gleich? Wenn ich da treffe. Ach ja, stimmt. Wie aktivierte sich denn der? Ich hätte mal besser aufpassen sollen. Da wird noch einer aktiviert. Ich weiß es gar nicht mehr wie. Okay. Jetzt gehe ich erstmal eine Etage tiefer und mache... Ne, ich speichere das Ganze ab, noch viel besser. So eine fragile Kammer hier. Kann man ja ständig Fehler machen. Vielleicht ist jetzt auch der Stabilisierungs... Naja doch, der ist schon sehr wichtig. Der Stabilisierungszustand. Ich kann ja auch wieder hoch, fällt mir gerade auf.
Ich würde jetzt allerdings gern wieder von da gucken. Das ist so krass, dass man diese Brücke nie lange hat. Wenn ich jetzt da oben mit der Brücke raus wollen würde. Das wäre Quatsch. Ich muss ja auch erstmal einen Würfel da reinbringen und... Ach so, das wäre wieder mit... Oh nein. Das wäre mit dem anderen der Fall. Ach, wie blöd. Der sich selber gerufen hat. So. Das Ding. Das Ding aktivierte die Brücke im Endeffekt, oder? Oder nimmt es sie weg? Und sie wird aktiviert, wenn es nur kurz weg ist. Irgendwie so. Also, das ist aber an sich immer schlecht. Würde ich mal behaupten. So, da ist nichts mehr in die Richtung. Es geht jetzt eigentlich noch um den dritten Würfel. Dafür muss ich da unten was drauf haben und mit der Brücke da raus. Wenn ich da unten was drauf habe. Wenn ich jetzt den da drauf hätte. Vielleicht ist es noch gar nicht dran jetzt, ehrlich gesagt. Weil da hoch gehe ich ja eh noch nicht. Ich glaube, das war zu früh. Ist aber auch nicht so schlimm, weil ich würde jetzt sowieso den nehmen und da rauflegen. Dann habe ich dauerhaft da oben offen. Dann muss ich wieder die Stabilisierungsgeschichte hinkriegen. Hm. Was auch nicht so leicht ist. Ach so. Ich ahne was, dass der sich gleich selber ruft. Dass ich die Brücke wegnehme. Ach du Schreck. Wie ist denn das alles gemeint? Okay, also da unten will ich noch nicht haben. Ich will jetzt die Sache machen. Was gibt es denn hier für eine Möglichkeit? Wobei, nee, ich will ja gar nicht, dass er sich selber ruft. Das ist ja das Problem. Oder will ich? Eigentlich nicht. Ich will... Ich muss da einen Würfel drauf haben. Es gäbe noch eine Möglichkeit. Ich könnte auf dem Knopf stehen. Könnte den neu rufen. Der kommt angeflogen. Ich fange den ab und lege ihn hin. Dann ruft er sich nicht weiter neu. Was hätte ich dann erreicht? Dann hätte ich... Ist dauerhaft offen. Mehr aber auch nicht. Ach, ich hatte gerade abgespeichert. Was soll der Geiz? So. Wenn ich da jetzt raufgehe, ist allerdings von der Brücke her auch noch nichts verloren, ne? Doch, ich muss gleich umschießen. Okay, der wird mir runterplumpsen. Egal, ich muss ein bisschen rumprobieren. Ich kann das nicht in der Theorie. Der wird sowieso runterplumpsen. So. Also, wenn man ihn jetzt hier fängt... Hätte vielleicht auch schon mal längst passieren müssen, keine Ahnung. Dann kann man das so... Ah, verdammt. Nein, was denn jetzt passiert? Kann man das so stabilisieren? So. Jetzt habe ich allerdings das Problem, dass ich es nicht schaffe, da wieder zu unterbrechen, ne? Sei denn, ich springe von da oben mit dem Würfel. Das will ich jetzt auch mal ausprobieren. Ha! Was war das denn? Habt ihr das gesehen? Nee, es geht ja nicht, weil ich dann die Brücke wieder nicht so nehmen kann. Mist. Mist. Obwohl. Das müsste man eigentlich echt mal ausprobieren. Und zwar... Das... Läuft dann schon so unter Skill, ja, aber... Ach so, ich komme ja... Na doch, ich komme jetzt hier durch. Okay, da kann ich gar nicht hinspringen. Puh. Ja, nee, ist Quatsch. Ich kann ja schlecht mit dem Würfel schwingen und dann gleichzeitig da wieder ein Portal. Okay, das ist albern. Ich glaube, ich hätte was anderes machen müssen. Jetzt muss man sich mal überlegen... Also so wäre jetzt da offen.
Wie schafft man es, diesen Laser dauerhaft unterbrochen zu haben und gleichzeitig die Brücke hier nutzen zu können? Das funktioniert ja wohl jetzt hier nicht. Das wäre auch ein arg weiter Sprung. Na, obwohl geht. Oh, okay, okay, okay. Nichts mit Brücke. Alles klar. Dann ist easy. Dann kann ich das jetzt mit dem Würfel machen. Okay. So, das wird schon gewollt sein. Das war jetzt keine allzu schwierige Übung. Man muss zwar maximal springen hier, aber es war gut erreichbar. Okay. Also. Hopp. Ui. Ja. Oh, jetzt noch nichts auslösen. Wenn ich hier treffe, wird, glaube ich, nee, das muss dauerhaft sein. Okay, es wird ein Würfel gerufen und die Fläche da oben kommt. Und ich habe jetzt schon, der ist da. Ach, das ist ja gar kein Laserwürfel. Ha, ich habe schon überlegt, ob ich was switchen muss und opfern und so, aber kann nicht sein. Ich brauche den jetzt hier dauerhaft, um da oben offen zu haben. Okay. Und ehrlich, jetzt haben wir die gleiche Situation, dass ich da wieder durchschwinge. Allerdings muss ich es jetzt schaffen, da so aufzumachen, weil ich ja dann mit einem Würfel hochschwinge. So. Wie sieht's an der Front aus? Kann ich es jetzt schaffen? Oder was kann ich schaffen? Sagen wir mal so. Da habe ich jetzt den nächsten gewichteten Würfel. Den kann ich da zum Beispiel hochbringen. Jetzt muss ich wahrscheinlich wieder mit dem ersten diese Stabilisierungsnummer machen. Ich meine, ich könnte jetzt da hochschwingen, bringt mir aber nichts. Ich muss jetzt als nächstes da unten wieder einen reinbringen. Wie hatte ich das geschafft? Ich hatte... Ach, mit... Ach nein, nein! Das war ja nur mit dem Laser. Ach du Scheiße. Jetzt kann es ja interessant werden. Muss ich doch wieder den Laserwürfel erstmal wieder rausnehmen. Okay, da ich danach den Laser wieder treffen lassen muss, wird das hier ein Würfel, der wahrscheinlich nochmal geopfert wird. Deswegen geht er wahrscheinlich auf den Knopf. Oder? Wenn ich ihn da habe, dann verbaue ich mir das Ende. Aber wenn ich ihn da habe, verbaue ich mir nur... Und er löst sich auf, meine ich. Da ruft ja auch ständig der den anderen. Ah. Es ist... ich habe keine Ahnung. Ich würde jetzt nochmal den rausholen wollen. Oder müssen. Achso, was war denn das jetzt eigentlich mit dem? Ach, da... Ah, das war die Mulde da oben? Die macht gleichzeitig den Laser hier. Das heißt, wenn ich oben einen Würfel drin habe... Oh Gott. Dann kommt der Laser. Ah, gucke mal. Und zerstört mir den roten. Das ist ja auch verschärft. Das heißt, der rote geht schon mal nicht nach oben, würde ich sagen. Denn das ist ja auch wirklich eine Mulde, wo ich nicht draufstehen kann und irgendwie, ja, und irgendwie einen Würfel in Empfang nehme, so wie ich es gerade da unten gemacht habe. Sondern wenn hier einer reingeht, und das bin nämlich nicht ich, wenn da ein Würfel reingeht, wird einer zerstört. Das müsste eigentlich bedeuten, dass der andere Würfel da oben landet letztendlich. Oh. So, das könnte allerdings auch wieder heißen, dass... Ah, nee, da ist man vielleicht da oben. Oh Gott, da müsste man aber auch wieder schnell sein. Das geht ja gar nicht. Dass man wieder diese automatische Zerstörungsnummer macht und von da oben trifft. Dann müsste allerdings der rote da... Da gibt es eine Menge Möglichkeiten. Ich müsste mal mit einer anfangen. Okay, was muss ich schaffen? Ich muss da jetzt einen reinkriegen und vielleicht ist der... Ah,
Vielleicht ist der Laserwürfel da einem erstmal jetzt gar nicht mehr wichtig, weil wenn ich es geschafft habe, da oben einen Würfel reinzubringen, dann kriege ich ja auch die Fläche wieder. Dann bin ich allerdings auch schon da oben. Dann muss vielleicht wieder der da kaputt geht. Dann ist es vielleicht doch so, dass einer da reinkommt und der neu gerufen wird, den fange ich hier auch noch ab und kraxel da hoch. Ich kann das schlecht erkennen, was das für Treppen sind. Das ist ein Dreiviertel-Panel sozusagen. Ich denke schon, dass ich das hochkraxeln soll. Ja. Das heißt, einen Würfel hier drin und den anderen muss ich da wahrscheinlich noch rausfangen. Der kommt dann zu mir hingeschwungen. So könnte ich es mir vorstellen. Weil, wie gesagt, ich mache dann mit der Mulde sozusagen... Ach nee. Hier ist ja dann nicht mehr offen. Ach Mann, okay. Welcher soll jetzt wohin? Das ist die große Frage. Ich hol den wieder raus. Das hatte ich jetzt gesagt. Das mache ich jetzt auch. So, der muss da wieder treffen, um... Was war das? Ich kann mir das alles nicht merken. Ah ja, um hier aufzumachen, dass da einer rein kann, genau. So. Wie taten wir dies? Ich habe jetzt alle Würfel hier, ist doch schon mal schön. Jetzt muss ich nur wieder aufpassen, welchen zerstört und so. Also jetzt. Den schon mal bereithalten. Also schon mal hier bereitlegen, sag ich mal. Das war einer. Dann kann ich da das automatische Zerstören machen und der andere kommt wahrscheinlich runter. Kann das sein? Ich weiß nicht, ich lege ihn mal hier hin. Dann wird er da bereit liegen. Ich muss ihn ja auch wieder rausbekommen, das ist ja auch so eine Sache. Aber rausbekommen wäre das Allerleichteste, wenn ich nämlich mit dem Laser da treffe. Dann habe ich allerdings den Nachteil, dass er hier nicht mehr liegt und ich ihn da oben nicht abfangen kann, weil er den Grill nicht mehr aufmacht. Andererseits glaube ich nicht, dass ich den jetzt... Ja, vielleicht schon hier reinbekomme. So, dann kann man sich überlegen, wenn der da unten dauerhaft liegt, also der, bringt mir das was? Ich lasse den erstmal hier. Wenn ich das dann gemacht habe, kann ich mir immer noch überlegen, was ich hätte anders machen müssen. So, ruf dich selber. So, wie war das jetzt? Das war einmal hoch und so weitermachen. Schon wieder vergessen. Jetzt hatte ich es doch irgendwie schaffen müssen. Achso, jetzt bin ich da hochgegangen, ne? Ist das jetzt gut, dass der hier liegt? Ja, ich muss hier auch wieder hin. Okay, das hat auch funktioniert. Oh Gott. Jetzt kommen wir wieder in die Nummer rein. Oh Gott. Da ist so ein kleiner Timer drin, deswegen schafft man das ganz gut, dass der hier auch kurz rüberschwingt und selbst wenn der Laser zwischendurch kurz trifft, die Brücke ist im Moment da. Das ist ganz gut gemacht tatsächlich. So, jetzt kam als nächstes der Laserwürfel da oben hin. Und ich würde mal sagen, das ist der entscheidende Moment, welchen der anderen Würfel ich da jetzt nehme. Deswegen, also erstmal speichere ich hier, weil jetzt kommt ja diese Geschicklichkeitsnummer. Wenn sie das überhaupt ist, vielleicht könnte ich es auch anders machen. Ich hatte ja herausgefunden, er muss es ja nur unterbrechen. So, also unterbrechen, gleichzeitig treffen. So, gespeichert hatte ich ja gerade. Welcher Würfel kommt jetzt da unten hin? Ich kann den anderen auch
könnte ich hochnehmen. So, was haben wir erreicht? Wenn jetzt da unten einer drin ist, der macht da auf. Das heißt, danach würde ich wieder... Oh Mann. Danach würde ich wieder die Sache machen müssen, dass da unten einer liegt. Das heißt, ich kann ja jetzt nur den roten da reinlegen. Wenn der gelbe da drin wäre und ich müsste danach wieder... Müsste ich da aufmachen? Ich müsste jetzt auf jeden Fall zwischendurch mit dem Laserwürfel wieder da aufmachen, weil ich ja diese Fläche brauche. Aber dann rufe ich ja den roten wieder. Oder? Das war doch... Ja, das war beides mit dem Laser. Hä? Das ist ja beides sehr ungünstig. Sehr ungünstig. Hä? Beißt sich das nicht irgendwie? Ich muss da aufmachen? Oder mal rückwärts gedacht. Ich muss diese Fläche jetzt hinkriegen, um da hochzukommen. Um die Fläche hinzukriegen, muss der Laser da treffen. Wenn der Laser da trifft, löst er den zweiten Wurf, oder also den mittleren auf. Das ist der rote. So. Um den Laser da treffen zu lassen und die... Oh. Kann ich... Nein. Dachte gerade, ich kann den Laser anderweitig nutzen, wenn da einer drin wäre, dass ich hier in die Fläche reinschieße, aber dann schieße ich da oben raus. Das ist zu hoch. Das muss ja da unten kommen. Ehrlich gesagt, wäre das ganz praktisch, wenn ich dieses Portal für einen Laser nutzen könnte. Kann ich aber auch nicht, weil braucht ja die Brücke zum Stabilisieren. Also das ist natürlich Quatsch. Gut, also muss ich, um da hochzukommen, diesen Laser nutzen. Ja, wenn der trifft, ist der rote weg. Und um den Würfel da reinzubekommen, dass er trifft, das ist der andere weg. Wie soll denn das dann gehen? Muss ein Würfel vorfliegen, sozusagen? Das... Wie soll das denn dann gehen? Das ist ein echtes Problem jetzt. Wenn ich mal ehrlich bin, ich selber kann dann da vielleicht irgendwann mal hoch durch den Grill, wohlgemerkt. Aber davon habe ich nichts, weil ich dann nichts reinbekomme. Und einen Würfel vorfliegen lassen, ohne dass ich da bin. Müsste ich dann wieder dastehen? Müsste ich dastehen? Oh, Jemine. So, der ist jetzt... Der ist jetzt durch den hier offen. Pff. Ist ja auch völliger Mumpitz, weil der muss als nächstes da hoch. Wieder? Um die Fläche zu machen? Dann kann ich mir nie wieder da aufmachen, um selber da reinzugehen. Irgendwie auch Bullshit. Es sei denn, ich lege jetzt da einen Würfel hin und dann kann ich durch die Lichtbrücke den greifen und wieder hinlegen, dass das kurz aufgeht. Das könnte so ein Trick sein, dass ich dann da selber... Oh, warte, ey. Wann mache ich das? Ich könnte den jetzt hier auch wieder fallen lassen, aber wenn der da rausfliegt, kommt der nicht bis dahin. Also den kann ich jetzt auch nicht so einfach schicken. Man steht hier nur rum und philosophiert. Das ist doch total ätzend. So, bringt gar nichts. Sogar kürzer geflogen als der andere. Ich hatte den Speicherpunkt, deshalb habe ich es einfach mal ausprobiert. So, das muss doch jetzt Teil der Lösung sein, um da was reinzubekommen, dass ich das mache. Von einer anderen Stelle aus kann ich doch hier gar nicht vernünftig den dauerhaft treffen. Was heißt denn das? Ich muss den am Ende da wieder hochbringen, den Laserwürfel.
Gut, welchen mache ich jetzt da rein? Ich weiß ja, dass der derjenige ist, der aufgelöst wird, wenn der Laser da wieder trifft. Und der hier wird sehr viel schneller aufgelöst, nämlich wenn ich da wieder stabilisiere. Deswegen würde ich mich mal für den roten entscheiden. Dass der jetzt nur für den Moment hier aufmacht und danach komme ich da wieder rein. Oh Gott. Es könnte auch sein, dass man da oben trifft und schnell hier runterspringt, solange noch offen ist, solange der Timer noch läuft. Könnte ich mir auch vorstellen. Okay, jetzt habe ich den anderen da, den ich neu rufen. Was will ich jetzt machen? Jetzt will ich den Laserwürfel wieder da oben hinbringen, ne? Es könnte auch am Ende so eine Opferungsgeschichte werden, dass der untere sich auflöst und der andere da drüber liegt. Ah, das wäre irgendwie auch Quatsch. Ich versuche mal wieder hochzukommen. Wie ging das noch gleich? Ich war da ganz oben und bin gesprungen. Oh Mann, ey, ich weiß nicht, wo ich diese Würfel liegen lasse, ne? Ich musste aber gleichzeitig wieder was auf dem Knopf haben, deshalb löst der sich jetzt eigentlich gerade wieder auf und muss da unten hin. Und der Laserwürfel muss hoch. Ist leider so. Heißt, das muss hier wieder weg. Dann ist da erstmal zu, aber ich käme wieder ran. Ich kann das gleich mal demonstrieren. Oh. Genau, jetzt ist die Brücke auch wieder weg. Ich kann die eigentlich hier oben liegen lassen. Ich käme wieder mit Portal hin. Der ist sowieso gleich wieder hin. Den kann ich auch hier oben liegen lassen. Ist egal. Ach, muss ich ja gar nicht. Ich muss ja gar nicht anheben. Das bleibt ja jetzt offen. Verwirrend. So, jetzt möchte ich wieder den hier, den erst, den fest hier hinbekommen. Deswegen mache ich das hier wieder. So, dann geht's jetzt da hoch mit Laserwürfeln. Ups. Wie die Musik schon einsetzen wollte. So. Oh. So, die Sache ist die. Aber das erscheint mir schon auch arg kurz. Da ist jetzt noch gedrückt. Das hilft mir auch gar nichts. Ich muss ja den anderen kaputt kriegen. Jetzt ist der wieder da unten und hat sich stabilisiert. Das ist ja auch ungünstig. Verdammt. So, der ruft jetzt den roten neu. Hätte ich die beiden jetzt austauschen müssen? Kann man ja auch noch machen. Das... Jetzt, wo der hier liegt... Also jetzt ist der ja erstmal drin, ne? Jetzt könnte der Grill wieder da sein und ich kann danach trotzdem wieder hinschwingen. Oh Mann. Das heißt, ich bringe jetzt den normalen Würfel da rein. Dann stehe ich selber da. Ich mach's mal. Ich hatte ja einen Speicherpunkt. So, also jetzt gehe ich mit dem da hoch erstmal. Und zwar wird der jetzt nicht mehr neu... Ich hab gesagt, der wird nicht mehr neu gerufen. So. Beziehungsweise da... Nee, da wollte ich gar nicht hin. Ich wollte hier rein, genau. Jetzt machen wir das berühmte Switcheroo. So. Ich weiß zwar nicht, warum ich jetzt... Ob ich jetzt den wieder irgendwie brauche. Achso. Nee, auch nicht wirklich. Keine Ahnung, ich lasse den erstmal hier. Hier ist immer eine gute Stelle. So, er wird sowieso jetzt neu gerufen, der rote. So, jetzt kann ich wieder darüber springen. Durch den Grill, aber ist ja egal. Ah, der kommt da drüber. Der kommt da... Nee, der wird ja eh neu gerufen. Scheiße. Der wird neu gerufen. Jetzt werde ich das Problem haben. Nee, gar nicht. Der rote wird neu gerufen. Ich muss es eigentlich ja wieder dehnen. Scheiße. Wenn der rote fällt... Ach, wie blöd.
Naja, egal. Ich muss erstmal rüber, um mir meinen weiteren Plan zu überlegen. Wenn der Laser jetzt trifft, habe ich die Fläche da oben. Und der rote Würfel kommt neu. Sollte eigentlich... funktionieren, oder? Also, der bleibt erstmal da, damit ich da hochkomme. Es ist ja noch nicht mal so, dass ich irgendwie da eine Portalverbindung rein brauche. Ich könnte es mir auf jeden Fall erstmal angucken. Und ich könnte auch mit dem roten Würfel da hoch. Das mache ich jetzt nämlich mal. Der erfüllt gerade keinen wichtigen Zweck, oder? Oh. War der jetzt hier unten? Wo war der jetzt? Lag der hier unten drauf? Gerade wieder vergessen. Ist ja auch egal, wo er liegt. Der ist gleich weg. Wenn er jetzt hier unten liegen würde, würde er noch die... Was würde er denn dann eigentlich machen? Er liegt nicht mehr hier unten, sonst wäre er hier offen. Sag mal, wo habe ich den denn zuletzt gelassen? Hier drauf, ne? Da. Okay, er hat überhaupt gar keine Funktion. Also, auflösen. So, und jetzt... Ehrlich gesagt, direkt mit ihm da hochgehen, ne? Das ist noch nicht so schwer. Den Sprung hier finde ich ein bisschen knapp, aber es geht. So, okay. Ja, dann direkt mit Würfel. Und jetzt kann man das mal sehen, genau. Also ich... Oh nein. Ich brauche zwei Würfel zum... Ich brauche alle Würfel hier? Nein. Oder jetzt passiert hier was. Ich probiere es mal aus. Zusätzlich werde ich ja diesen Laser aktivieren, aber da passiert jetzt nichts, weil der sowieso schon trifft. Also der aktiviert nichts zusätzlich. In dem Moment zumindest nicht. So ein Scheißdreck. Das macht den Ausgang auf und ich brauche hier noch zwei Würfel. Wie soll denn das gehen? Ah, okay. Stimmt. Ich habe ja jetzt dauerhaft diese Fläche, dadurch, dass der da drin ist. Das heißt, wenn ich es schaffe, den Laserwürfel jetzt hier rausschwingt... Nee, oder mit dem Laserwürfel hier hochzugehen, dann kann ich als letztes, wenn ich da unten bei dem anderen stehe... Oh je. Wie schaffe ich denn das dann wieder? Dann kann ich den zerstören und mit Schwung hier rauskommen lassen. Und dann schwinge ich als letztes hinterher. So. Also denke ich mal... naja, welcher ist jetzt der zweite und welcher der dritte Würfel? ich könnte jetzt wieder... Gott, im schlimmsten Fall muss ich noch was austauschen. Nee, ich muss ja alle am Ende hier haben. Oh je, Mine. Oh je, Mine. Hätte ich jetzt einen anderen Würfel hier hinkriegen können, ist die Frage. Ich kann sowas live immer schlecht durchdenken, weil man sich da immer überlegen muss, was hätte sonst geopfert werden können, welcher Knopf hätte belegt werden können und so. Das kann ich auf die Schnelle immer nicht so gut. Ich würde jetzt eher darüber nachdenken, dass der Laserwürfel jetzt da nicht mehr gebraucht wird. Ich hatte ihn da gerufen und da mal ursprünglich herbekommen. Das ist jetzt, glaube ich, auch... Nee, das ist nicht unvermeidlich. Ich kann den... Ich könnte den anderen da unten wieder hinlegen, aber dann habe ich mir die Chance verspielt, hier wieder reinzukommen. Shit. Ja, hier ist ganz wichtig. Hier ist dann wichtig, um die restlichen Würfel da reinzubekommen, ne? Aber es, würde ich sagen, führt kein Weg dran vorbei. Wie kriege ich den Laserwürfel sonst raus? Also ich könnte ihn natürlich zerstören oder da neu rufen, dann liegt er da oben rum. Und dann komme ich da wieder nur hin, wenn der Laser unterbrochen wird. Und das mache ich auch wieder mit dem. Boah, das ist doch mies. Und... Aber andererseits... Hatte ich den schon mal hier drin? Ich bringe jetzt den Laserwürfel raus. Beziehungsweise... Ruf den anderen. Ja. Ist so. Ist hoffentlich nicht falsch. Das erfordert jetzt wieder extra Schritte. Aber was soll's. Nee, das ist Quatsch.
Ach doch, so kriege ich ihn ja sauber raus, ohne größere Mühen. Genau, sehr schön. Ja. Dadurch opfer ich ihn nicht neu. Muss ihn nicht durch den Grill ziehen und muss ihn nicht vor allen Dingen da oben von dieser Glasplatte runterzuppeln. So. Also ich habe jetzt durch den Zielwürfel den Vorteil, dass ich da oben immer die Fläche habe. Und dadurch, dass das hier noch aktiviert war vorher, hat es dazu geführt, dass der Zielwürfel, nämlich der rote, sich nicht selber gerufen hat. Es sind so viele Vorteile. Deshalb hoffe ich, dass das das Richtige war und dass ich da nicht nochmal was umändern muss, sozusagen. Ja, jetzt käme eigentlich wieder die Sache, wie ich das Ganze stabilisiere. So. Jetzt kommt wieder diese schnelle Nummer, mit der ich da hochgehe. Ich glaube, der Magnet ist sogar so, dass es sich hier schon richtig rumgedreht hat. So. So, jetzt haben wir wieder das. Und ich vergesse immer wieder, wie ich das hier gemacht hatte. Das gibt's doch gar nicht. Ich bin hochgegangen. Das, dieser extra Schritt, der ist schon fies. Es geht aber auch vom Timing her so. Weil hier... Aua, au. Oh Gott. Weil hier kann man eben beide Flächen treffen. So. So, da haben wir nämlich das. Jetzt kommt wieder der Laserwürfel hoch. Dann kann der andere runter, oder? Das war doch das, was ich wollte. So, jetzt mache ich wieder da unten auf und der geht da rein. Oder gehe ich da rein? Ich glaube, ich gehe da rein, weil jetzt lasse ich... Ich kann ja beide fallen lassen. Könnte das sein? Das wäre ja ziemlich genial. Zwei auf einen Schlag. Das heißt... Ich habe ehrlich gesagt gerade über eine Opferung nachgedacht, dass der sich opfert. Aber ich könnte auch überlegen, ob ich sie beide durchrutschen lasse. Also meine Überlegung ist, ich gehe da runter auf den Knopf. Dadurch halte ich da oben offen den Grill. Und ich mache unter beiden ein Portal und da oben und dann fliegen sie beide ins Ziel. Alternativ könnte man es auch so machen, dass ich den... Und ich werde beide Varianten einfach mal durchprobieren, indem ich jetzt speichere. Jetzt kommt Variante 1. Ich bin gespannt, ob das geht. So, hier passiert ja noch nichts, oder? Hier mache ich jetzt nur oben auf. Genau. Das heißt, ich kann hier schon mal stehen. Mach jetzt... Einmal so, einmal so. Ja, und einer schafft es nicht. Das habe ich mir schon fast gedacht, dass das nicht so einfach funktioniert. Deswegen kommt jetzt Variante 2, die auch ganz witzig wird. Und dann ist noch die Frage, ob das überhaupt... Aber das muss so sein, dass man den Laserwürfel auch jetzt schon mit Schwung nimmt. Und der hat es ja auch geschafft mit Schwung, so ist ja nicht. So, die Sache ist die, der wird jetzt hier geparkt und ruft sich dann selber... Aber erst ein Sekündchen später, sag ich mal. Und zwar, jetzt wird erstmal der Laserwürfel fliegen. Ich kann das leider nicht beobachten. Also ich werde da oben das Austrittsportal... Ach so. Ja, doch. Ah, das ist eigentlich sogar ziemlich easy. Ich werde da oben das Austrittsportal schießen. Dann das Eintrittsportal hier drunter. Dann wird der Laserwürfel durchgehen. In dem Moment, wo der Laserwürfel fällt, eigentlich schon, wenn ich das obere Portal schieße... Ist ja die Brücke hier weg. Dann ist der Laser nicht mehr unterbrochen. Dann ist... Also, beziehungsweise der Laser trifft da und macht die Brücke weg. Dann fällt auch der. Aber bei dem ist das Ganze mit einer Verzögerung verbunden. Wenn dann der Laserwürfel durchs Portal hier gesaust ist, dann ist der da unten angekommen, hat sich neu gerufen und fällt gerade. Das heißt, Austrittsportal einmal da setzen, dann den Laserwürfel holen, danach den anderen holen. Und ich kann es leider nicht beobachten, ob sie es beide nach oben schaffen, würde ich sagen. Aber ich sehe dann ja, ob hier unten noch was ankommt oder nicht. So, ach, das war eine easy Verzögerung. Sehr schön. Also der zweite hat es auf jeden Fall geschafft und der Laserwürfel auch. Das ist ja toll.
So, ich würde sagen, das Ende hat sich damit schon erledigt. Wenn ich keinen Denkfehler hatte. Hui! Und da sind sie beide. Ha, wie schön! Das hat man auch nicht oft gehabt, dass man zwei Würfel am Ziel stapeln muss. Aber das muss ja die Lösung sein. Machen wir uns hier eine Treppe in der Ecke. Und ich bin froh, dass man jetzt nicht noch irgendwie umändern musste, umswitchen, opfern und alles, sondern dass es der einzige Würfel, wahrscheinlich den man hier am Anfang reinbekommen hat, auch bleibt. Deswegen war das Ende nicht mehr so schwer zum Glück. Ja, cool. Hübsches Stündchen hier gemacht. Gefällt mir sehr und die Kammer gefiel mir auch sehr. Die hat unglaublich viel geboten auf so kleinen Raum. Direkt mal, kleinem Raum, direkt mal den Daumen hoch und da denkt man ja schon fast über einen Favoriten nach. Das ist wirklich ein schickes Teil. Hat er sehr gut gemacht, war ordentlich was zum Denken. Schön mit Opferungen und allem und ja, ich hatte schon gedacht, da gibt es jetzt 1000 Möglichkeiten wieder, aber bin dann immer noch auf die gekommen und das ist jetzt alles im Rahmen einer Zeit, die akzeptabel ist, die eigentlich einer guten Kammer entspricht. Ich meine, ich habe ja auch schon stundenlange Portal-Kammern gespielt, aber irgendwie finde ich es in letzter Zeit besser, wenn es dann schon so, ja, die Stunde umspannt, beziehungsweise so die Möglichkeiten bietet, dass du immer noch eine Idee hast. Also die, ich habe ja jetzt angedeutet, die stundenlangen Kammern, das waren die von Libby Barber, wissen wir ja, die waren halt auch groß, ne? Also da hast du immer wieder an einer neuen Ecke irgendwas gemacht. Sie waren zwar nicht überladen, zum Glück, deshalb sind sie ja so gut. Es gibt viel zu tun, aber nicht zu viel. Und ja, die haben halt viele Abschnitte gehabt. Und die hier war da im Vergleich gar nicht so groß. Oder auch überhaupt sonst im Vergleich nicht groß. Also hat eigentlich auch genau die richtige Mitte gehabt an Größe. Ja, und deswegen, wenn es jetzt anderthalb Stunden gewesen wären oder geworden wären, dann wäre es schon langsam, dass man da Leerlauf hat und sich noch mühsam die Ideen aus den Fingern saugen muss. Und so konnte man immer noch ein bisschen was wieder neu erschließen. Ja, das gilt eigentlich wie sonst auch immer. Der Weg ist das Ziel und so. Und der war unterhaltsam. Ja, und vom Skill-Faktor her war es auch vertretbar, sag ich mal. Hat zwar auch einiges abverlangt, dass man sich überlegt hat, wo muss denn jetzt geschwungen werden und geht das in der Zeit? Teilweise Timing, teilweise ein maximal möglicher Sprung, der aber auch nicht so schlimm war. Also alles vollkommen in Ordnung und Daumen verdient, wie gesagt, und steht kurz vorm Favoriten. Ja, das soll es aber gewesen sein. Zum Fazit, bedanke mich fürs Zusehen und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Tschüss.